Grüezi miteinander. Unsere Sendung kommt heute aus dem Berner Münster. Und Gast ist bei uns der Gottfried Locher, höchste Reformierte von der Schweiz, eine Art Schweizer Bischof. Heisst bei uns nicht so. Bei uns heisst es Kirchenbundspräsident. Und ich bin dazu da, für auf nationaler Ebene unsere Kirche zu vertreten. Danke, dass wir da sein dürfen und dass Sie bei uns in der Sendung sind. Wir sind beide Gast hier. Ja. Also, ich bin auch zu Gast in Münster. Also, Sie haben ein bisschen Mühe mit dem Titel. Es ist einfach nicht, wie wir es nennen. Mir denke es wichtig, dass es Gesichter gibt von Kirchen, in der Gemeinde, im Kanton, aber auch gesamtschweizerisch. Und das ist jetzt meine Aufgabe, gesamtschweizerisch. Über das werden wir dann noch ein bisschen später reden. Eben, ich denke halt gleich, dass es gut wäre, so ein richtiges Gesicht für die Reformierten zu haben. Denke ich auch. Sie auch klare Gesichter muss es haben. Ja. Aber jetzt sind Sie mir ein bisschen ausgewichen auf die diplomatische Schiene schon ein bisschen. Ist das auch ein Teil von Ihrem Job, dass Sie halt ein bisschen Sachen ein bisschen abfedern müssen? Gehört sicher zu meinem Job, verschiedene Ansichten zusammenzubringen. In der Kirche gibt es nicht nur eine Ansicht. Und jemand, der die Kirche repräsentiert, muss die Ansichten miteinander berücksichtigen, sodass sich alle daheim fühlen in der Kirche. Da oben an uns ist die Kanzel, wo Sie doch auch immer wieder stehen. Wie häufig ist das? Jetzt hier ist es alle paar Monate mal. Ich stehe auch an anderen Kanzeln in der Schweiz, manchmal auch im Welschen, und habe einen enormen Spass daran. Das tut mir auch gut. Jetzt sind doch 500 Jahre, seit das letzte Mal da so richtig gewerkt worden ist. Und wenn wir jetzt so dafür schauen, dann ist es eine Baustelle, es wird fleissig daran geschaffen. Was passiert da im Moment? Also hier könnte man sagen, es ist schon fast symbolisch. Mhm. Es wird in einer reformierten Kirche zwischen rausgeräumt. Man muss flicken, putzen, neu machen. Hier wird der ganze Himmel neu gemalt, wird restauriert. Es gibt eine wunderbare Sache hier. Und unsere Kirchen muss ja nicht nur in den Gebäuden, sondern auch sonst muss zwischen abgestaubt werden. Also denken Sie hier und da auch an die Gesamtkirche, wenn Sie jetzt hier diese Arbeiten sehen? Schon, ja. Jedes Mal, wenn ich reinkomme, denke ich, so Baustellen hat es bei mir auch. Man kann sie nicht so leicht einfach mit Bauleuten wieder flicken. Es müssen alle mitmachen bei uns. Die Baustellen sind zum Teil sehr gross. Wir kommen sicher im Gespräch noch auf die Baustellen. Sagen Sie doch einmal zwei. Ein, zwei. So Baustellen. Die Tatsache, dass in der Schweiz die Kirche nicht mehr selbstverständlich alle Leute dazuzählt, das ist eine. Wir müssen es neu positionieren. Man muss es sehen, man muss es verstehen mit dem, was wir sagen. Das sind wir nicht gewöhnt. Wir sind hunderte von Jahren einfach die Kirche vor Ort gewesen, hier. Das ist neu. Und eine zweite noch vielleicht? Dass man vielleicht auch mehr miteinander machen muss. Es kostet viel Geld, eine Kirche zu machen. Und das muss man so gut wie möglich mit den Geldern, die wir bekommen, umgehen. Vielleicht haben Sie auch persönliche Baustellen. Und über die reden wir auf jeden Fall dann nachher. Sie wohnen nämlich nicht so weit weg von da. Und ja. Wir sind sehr froh, dass wir auch dort hineinschauen dürfen. Herzlich willkommen. Danke vielmals mal für den Start. Jetzt gehen wir am besten dorthin. Sehr gerne. Danke. Wir sind jetzt beim Gottfried Locher zuhause, umgeben von Büchern. In dieser Stube, in der wir sind, da hat es ganz alte Bücher und vor allem eine riesige Vielfalt. Welches müsste ich denn unbedingt gelesen haben, wenn Sie mir eins in die Hand drücken würden? Auf jeden Fall die Bibel mal zuerst. Mhm. Zuerst einmal zu den Quellen gehen, dort schauen, und dann kann man dann schauen, was andere Leute darüber nachdenken. Kommen Sie zum Nachdenken im Alltag? Also ich meine, Sie müssen den auch wahrscheinlich sonst lesen. Ich meine jetzt Nachdenken und Lesen auch anders. Viel zu wenig. Man müsste in diesem Zimmer hier einmal pro Woche ein paar Stunden einfach versinken, das Buch zücken und vorne anfangen. Die Zeit fehlt mir ein bisschen. Weil schauen, hören, laufen, das geht alles erst, wenn man zuerst mal nachdenkt. Und das Nachdenken, das ist zwingend, dass ich es ein bisschen mehr machen kann. Was macht eigentlich der Kirchenbundspräsident den ganzen Tag? Aber denkt, vor allem los und laufen wäre gut, wenn er das mich. Ja, das klingt also, so wie ein Strassenverkehrslogan. Ja, das seit der Kindheit begleitet mich das eigentlich schon. Dass so einen Ablauf muss haben, wo man sich genug Zeit nimmt, zuerst nachzudenken, bevor der auch gehandelt wird. Und jetzt in meinem Amt geht es darum, vielleicht vergleichbar mit einem Bundespräsidenten auf politischer Seite, der einfach einer unter verschiedenen ist, der primus inter pares mit anderen zusammen etwas leitet. So tut bei uns der Präsident zusammen mit dem ganzen Rat den Kirchenbund leiten. Was für Ziele haben Sie sich gesetzt für Ihre Aufgabe?
Ja, drei Ziele. Ermutigen, ermahnen und ermöglichen. Und es ist nicht immer das gleiche dran. Drei Ehen. Also bleiben wir mal zuerst beim ersten. Ermutigen, wie machen Sie das praktisch? Also zu ermutigen ist in der Kirche im Moment wichtig. Es ist nicht einfach an vielen Orten. Und die Statistik, die uns gegen nach oben zeigt, macht auch nicht Mut. Ich glaube, Mut kann ich am besten machen, wenn ich jemandem sagen kann, es war etwas gut. Die Leute haben es auch gemerkt. Es gibt viele, die wegen dem weiterhin in die Kirche kommen. Das sollten wir auch nicht vergessen. Ganz viele Leute sind dieser Kirche treu. Und die haben es verdient, dass weiterhin ein schönes kirchliches Angebot gepflegt wird. Und dort, wo das kommt, kann sagen, du hast das super gemacht. Mach es weiter so. Das hat einen Effekt. Und da stelle ich auch fest, dass das Amt, das ich ausüben darf, dadurch auch etwas bewirken kann. Also es hat auch etwas zu tun damit, dass die sinkenden Mitgliederzahlen, dass da vielleicht der eine oder andere ein bisschen Motivationsproblem hat. Ja, das ist nicht einfach, wenn man immer hört, die Kirche wird kleiner. Aber Mut machen ist dann kein Problem, wenn man immer noch nach oben geht. Das ist dann eine Kunst, wenn es wirklich unter Druck ist, wenn die Kirche muss überlegen, wie es weitergeht. Und dort stehen wir heute. Und in dem Sinne ist das Mut machen ganz entscheidend. Ermahnen, das ist so ein altes Wort. Kommt mir jetzt gerade so entgegen. Das ist ja auch eine von Ihren Aufgaben, die Sie sich auf die Fahnen geschrieben haben. Wie machen Sie denn das praktisch? Ermahnen ist auch etwas, was wichtig ist. Dass man sieht, jemand muss auch dürfen, noch immer sagen, du, ich sehe das anders. In meinen Augen müsstest du hier mal das noch bedenken, auf das noch achten. Es scheint mir wichtig, dass es in diesem Amt auch die Möglichkeit gibt, dass ich sagen kann, hier müssen wir anders. Und wie ich das mache, ist, hängt ein bisschen vom Vis-à-vis ab. Manchmal freundlicher und manchmal habe ich das Gefühl, jetzt sage ich es einmal ungeschminkt. Und das Dritte hat mir auch sehr gefallen, also ermöglichen. Der Möglichmacher, oder? Kommt mir so entgegen. So verstehe ich das Amt. Ja. Es ist kein Einzelkämpferamt. Es ist ein Amt, das mit anderen zusammen schauen will, was ist dir möglich. Und bei allen das rausholen, was jemandem steckt. Unsere Kirche hat eine riesige Anzahl von Leuten mit Talent. Und bei denen vorholen und sie vielleicht auch an Orten stellen, wo sie das Talent entwickeln können. Das Ermöglichen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Ah, jetzt nochmal, der Alltag. Was findet da vor allem statt? Sind das Sitzungen? Sind das Unterlagen durchlesen? Mails beantworten? Also all das auch. Mhm. Zum Glück nicht nur das. Mhm. Viele Begegnungen mit Leuten. Doch auch häufig außerhalb. Im Büro bin ich in der Woche vielleicht zweimal. Sonst bin ich unterwegs in der Schweiz. Bei Gemeinden, bei Kirchenräten. Bei Einzelpersonen, auch bei Kolleginnen und Kollegen, um ein bisschen zu spüren, was sie bewegt und vielleicht auch mal eine Meinung von mir dazu abgeben. Apropos Meinungen, wie viel haben Sie denn zu sagen? Wie viel Macht haben Sie? Kirchenleitung und Macht, das ist ein heikles Thema. In meinen Augen sollte in so einem Amt nicht viel Macht sein. Überzeugen tut man mit guten Argumenten, auch mit dem Glauben, mit dem persönlichen Glauben. Also ich probiere mit Kolleginnen und Kollegen, die ja selber auch einen Glaubensweg sind gegangen, zusammen die Kirche zu leiten. Und dazu ist das Zuhören gerade so wichtig, wie etwas sagen. Wo kommen Sie selber an Grenzen, wo Sie denken, ja, da müsste ich jetzt eigentlich mehr können bewegen? Eigentlich selten. Der Eindruck, ich kann viel bewegen. Bewegen kann man, wenn man die Leute überzeugen kann. Und das Gefühl, können mit jemandem im Gespräch sein und den oder die dazu zu bewegen, vielleicht selber jetzt hier und hier anders herzuschauen, die Möglichkeiten hat das Amt und mehr möchte ich auch nicht. Was sind zum Beispiel Sachen, die Sie bewegt haben? Wir haben zum Beispiel einen Predigtpreis gemacht, kürzlich. Und wir haben gesagt, bei den Protestanten ist die gute Predigt etwas Wichtiges. Eine gute Predigt ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe immer noch 8 Stunden für eine Predigt zu machen. Das nimmt mir viel Zeit. 8 Stunden? Ja, das okay. hat sich nicht verkürzt, seit ja. Ich jung bin. Es ist immer so geblieben. Mhm. Und viele Kolleginnen und Kollegen investieren enorm viel. Und uns hat es gedacht, wir sollten es mal ins Schaufenster stellen und ein bisschen zeigen, was da gut Sonntag für Sonntag von der Kanzel ist. So wie ein Pfarrercasting? Ja, vielleicht ein bisschen. Also einfach, es ist mehr um das Wort gegangen, es geht weniger um die Person, aber es geht um das Wort, um eine gute Predigt. Eine gute Predigt holt heute noch die Leute am Sonntagmorgen von daheim aus dem Bett und in die Kirche. Das ist so. Wir können das so belegen, dort, wo gut predigt wird, bekommen die Leute. Und uns ist es wichtig, dass man das so sieht. Was ist denn eine gute Predigt? Wie messen Sie das? Ich merke, dass ich einen Grund habe, am Sonntagmorgen aufzustehen. Ja. Muss die Predigt so sein, dass mir etwas sagt, das ich nicht selber denken kann. Dass sie mir so sagt, dass ich mal zuhöre. Und dass ich rausgehe mit einzelnen Formulierungen, die mich begleiten können. Und ich kann sagen, hat sie das genau so gesagt oder sie, wie man das müsste. Etwas, das ich mitnehmen kann in den Alltag. Und es muss auch noch ein bisschen Freude machen.
Das wäre auch noch schön, oder? Ja. Wenn Sie jetzt sagen, der Sonntagmorgen, so der Klassiker ist wirklich Sonntagmorgen, Gottesdienst in einer Kirche. Ist der mit dem Sonntagmorgen nicht langsam ein bisschen durch? Sollte man nicht ein bisschen andere Zeiten oder andere Tage nehmen? Ja, man sollte es ergänzen. Aber durch ist es überhaupt nicht. Also es gibt immer noch die Leute, die genau dann gehen wollen. Und nicht am Sonntagabend und nicht am Samstagabend gehen. In meinen Augen muss man einfach das Angebot ausdehnen. Man muss andere Möglichkeiten auch noch bieten. Aber der klassische Gottesdienst, der ist sehr viel attraktiver, als man manchmal schlecht reden. Und jetzt gibt es immer mehr Kirchen, die machen auch Events. Event am Sonntag, Sonntagabend vielleicht. Die klassische Landeskirche, hat sie da einen Trend verpasst? Meiner Wahrnehmung ist beides nötig. Also einfach das Event allein ist es ja auch nicht auf die Länge. Wir alle haben gerne auch das Verlässliche, die Wiederholung, nicht immer nur alles neu. Der Sonntagmorgen hat nicht ausgedient, aber man muss ihn ergänzen durch andere Sachen. Herr Locher, was haben Sie eigentlich persönlich für Eigenschaften? Wie würden Sie sich selber beschreiben? Ich habe Freude am Neuen. Ich habe Freude an der Auseinandersetzung. Am liebsten habe ich, wenn es vis-à-vis nicht gleicher Meinung ist. Weil okay. Das, was ich selber sagen will, weiss ich schon, was ich sagen will. Ich hätte gerne etwas, was denkt, schon bis jetzt anders. Haben wir bis jetzt ein bisschen zu viel Harmonie gehabt, oder wie? Nach Ihrem Empfinden? Vielleicht nicht in diesem Gespräch, aber vielleicht in der Kirche ist ein bisschen viel Harmonie. Also wir haben keine Übung mehr, auch im Streit miteinander weiterzukommen. Wahrzunehmen, dass es vis-à-vis eine andere Ansicht hat. Etwas, was in anderen Teilen der Gesellschaft normal ist, glaube ich, müsste man auch ein bisschen pflegen. Ja, man muss auch ein bisschen streiten miteinander. Also Streitkulturen. Eine Streitkultur, wo man weiss, vis-à-vis ist so wertvoll, wie ich auch bin. Da hat mir etwas zu sagen, was ich nicht weiss. Und jetzt hören wir mal. Jetzt einmal zu Ihren Eigenschaften. Gibt es eine Art von Ausgleich, die Ihnen gut tut? Irgendetwas, was Sie machen, das so ganz anders ist zu dem, was Sie sonst für Funktionen haben? Ja, wo Sie öffentlich zeigen. Wenn ich Zeit habe, dann habe ich sehr Freude an Gedichten zum Lesen. Und manchmal, wenn ich wirklich genug Zeit habe, um etwas selber zu schreiben, dann habe ich, das macht mir Freude. Gedicht, finde ich, ist eine Kunst, das Wesentliche in ganz knappen Sätzen zusammenzufassen. In einer Form, dass man es auch memorisieren kann, dass man es weitergeben kann. Das gefällt mir gut. Sie haben eine sehr intensive Tätigkeit. Wie bringen Sie eigentlich alles unter einen Hut? Also sprich jetzt Familie. Drei erwachsene Kinder. Gut, zwar erwachsen sind sie nicht immer. Was heisst das? Gerade so ein Übergang von Kindzeit zu Erwachsen. Das ist eine sehr schöne Zeit. Ich habe es lange nicht gut können zusammenbringen, die Arbeit und die Familie. Ich habe im Rückblick das Gefühl, ich habe viel verpasst. Jetzt, wo sie im Alter sind, wo sie selber auch vielfach nicht daheim sind, geht es komischerweise fast besser. Wir machen manchmal miteinander ein Doodle und schauen, wann man zusammen das Nachtessen kann oder wann man sich auch ein bisschen sieht. Alle geben sich jetzt Mühe, dass man sich auch sieht. Es ist eine sehr schöne Familienzeit jetzt. Und Sie haben vorher gesagt, also ein bisschen rückblickend als Vater vielleicht da und dort ein bisschen anwesender gewesen. Wie war es denn in der Beziehung zu Ihrer Frau? Ganz gleich. Also ich war viel unterwegs, war viel auch auswärts. Und es tut mir jetzt im Rückblick, da hat auch mehr müssen, fixe Zeit rein, Ehezeit. Ich kann das jedem nur empfehlen. Und wenn noch so eine tolle Laufbahn jemandem winkt, Ehezeit ist wichtig, dass man das einbaut. Was machen Sie heute anders in Ihrer Beziehung, im Zusammensein, als Sie das vorher gemacht haben, wo Sie eben sagen, da und dort hat es auch gewisse Defizite gehabt? Also äußerlich muss man jetzt bei uns einfach auch Zeit investieren. Ich probiere zu sagen, so und so viel. Eben im Monat, man muss einen Spaziergangplatz haben. Oder man sitzt so manchmal alleine beim Essen, weil die Kinder nicht da sind. Das ist eine neue Erfahrung, nach 20 Jahren immer mit Kind am Tisch. Zeit zweit. Ein Vakuum, wo nicht etwas anderes reinkommt. Kein Telefon und keine Mails und auch nicht andere Leute. Das ist, denke ich, der Schlüssel. Genug Zeit haben. Wird denn das irgendwo auch elektronisch erfasst oder sagen wir mal in Ihrer Agenda? Ich weiß nicht, wie Sie sich organisieren. Leider nicht. Über das haben wir auch schon nachgedacht, dass man es ein bisschen so erfassen müsste. Bei mir ist es mehr so, dass wenn am Abend spät die Barbara noch etwas am Arbeiten war und ich gehe, dass wir dem Zehniger einen Spaziergang machen können. Dann haben wir ein Open End, haben wir Zeit, können wir so lange rein. Sie sind ein Exponent von Glaubensfragen. Sie sagen es mal ein bisschen überspitzt, so ein Glaubensfunktionär. Wie sieht es mit Ihrem persönlichen Glauben aus? Wie würden Sie den beschreiben? Das Wort Glaubensfunktionär trifft sehr gut und ist eine ständige Bedrohung. Okay. Weil ich habe ja meinen persönlichen Glauben. Das ist nicht eine Funktion
von anderen. Und muss trotzdem etwas vertreten, das über das hinausgeht, wo vielleicht Sachen dazugehören, die jetzt meinem persönlichen Glauben nicht gleich zentral sind. Und die Kunst, den persönlichen Glauben nicht zu verleugnen und trotzdem einer breiteren Gemeinschaft können, ein Wort zu geben, ein Gesicht zu geben, das fällt mir nicht immer gleich leicht. Das ist so. Ist das ein Verwalten von Glaubensinhalt oder ist es Beziehungsebene zu Gott, die Sie haben? Das Verwalten von Glauben funktioniert nie, stelle ich fest. Also es würde jetzt nicht schlecht machen, dass es Glaubensinhalt gibt, den man weitergibt, bei der Erziehung von Kindern oder auch in einem Seelsorgegespräch. Ich denke, es ist nicht immer alles, was man neu erfinden kann, und es ist auch nicht immer alles nur persönlich. Aber damit es glaubwürdig wird, muss ich können zeigen, dass es mein Glauben ist. Also wenn wir über Jesus Christus reden, dann müsst ihr das Gefühl haben, das hat ihn wirklich auch bewegt. Sonst glaube ich, das ist sowieso kein Wort. Haben Sie denn, reden Sie mit ihm? Im Gebet? Ja. Also ist eine Frage. Ja. Habe ich mir kürzlich auch gefragt, wer ist eigentlich mein Ansprechpartner im Gebet? Nein, meistens ist es bei mir nicht Jesus Christus. Bei mir ist es meistens Gott. Ohne weitere Qualifizierung oder Gott, der Vater. Manchmal auch der Geist, der Heilige Geist. Das Schöne ist ja, dass man im Kirchenjahr mitgehen kann. Mhm. Und im Kirchenjahr hat es immer auch ein bisschen andere Bezugspersonen in meiner Wahrnehmung im Gebet. Also an einem Karfreitag bin ich in einem anderen, engen Verhältnis mit Christus im Gebet. Also Pfingsten, was dahinter mit dem Heiligen Geist ist. Kommen Sie auch Antworten über? Meine Gebete sind so, dass ich immer das Gefühl habe von einer intensiven Nähe von Gott und nicht von einer intellektuell direkt erfassbaren Antwort. Das ist mir noch nie passiert. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch, wenn Sie predigen am Sonntag, vielleicht ermöglichen Sie auch Rückfragen, irgendwann persönlicher Art. Wie gehen Sie zum Beispiel selber mit Zweifeln, mit offenen Fragen um? Hat mich noch nie geplagt. Haben Sie die überhaupt? Ich habe die. Ja. Wobei, sie sind bei mir immer so, dass es Gott gibt vis-à-vis von mir. Das ist für mich nicht etwas, was ich bezweifeln kann. Ich kann es auch nicht erfassen. Also, insofern kenne ich den Gotteszweifel gar nicht. Das ist für mich wie eine Klarheit im Bezug. Es gibt keine Zeiten, wo ich überhaupt nicht beten kann. Es gibt manchmal eine Erschöpfung, wo ich nicht mehr beten kann. Aber das Gefühl, ich will mit dem vis-à-vis nicht im Gespräch sein, das passiert mir nicht. Was mir eher passiert, ist die Frage von, der Gott, der angeblich so gütig ist und so allmächtig, wo ist er in gewissen Momenten? Die Odyssee-Frage, die ja alle mit sich herumtragen. Ich weiss, dass Sie Ihren Vater verloren haben. Und er war Mitte 50, Arzt, hat einen Herzinfarkt gehabt, vorher, 10 Jahre vorher. Etwa, mhm. Und nachher eben der zweite, und dann ist er dort gestorben. Und dass das bei Ihnen sehr vieles auch in Bewegung gebracht hat hinsichtlich der eigenen Lebensdauer. Frage vom Tod auch, wo wir immer umgehen sind, ein Stück weit. Das ist so. Also das Gefühl, dass das Leben endlich ist, das begleitet mich täglich. Das ist, wenn ich im Gebet bin, am Abend auch immer ein Teil. Die Freude an dem Tag, der war. Und die Unsicherheit, ob noch der Nächste kommt und wie viel nachher noch kommen. Auch überhaupt die Perspektive, wie lange eigentlich ein Leben muss sein, für das es ein erfülltes Leben sein kann. Es hat sich geändert bei mir. Ich habe nicht das Gefühl, wir müssen 80, 90 oder 100 werden. Auch ganz kurze Leben können erfüllte Leben sein. Die Länge ist nicht ausschlaggebend. Ist das etwas, was Sie dort entscheidend jetzt bei diesem Ereignis auch mitnehmen? Mitte 50, würde man sagen, ist doch recht jung, oder? Klar, aber das hat sich bei mir jetzt genau in dem Erfahren vom eigenen Vater, der früh ist gestorben, hat sich das schon geändert. Ja, ich komme jetzt langsam auch in die Altersklasse. Sie haben vorhin gesagt, manchmal sind Sie erschöpft im Moment und dann können Sie selber nicht beten oder nicht mehr beten. Wo tanken Sie denn auf? Also ich habe gelesen, dass Sie als Kraftort gehen Sie zum Beispiel immer das Kloster einsiedeln an. Ist eigentlich noch erstaunlich. Gibt es denn keine reformierte Kraftort? Mama, also als Kind war ich zu DC. Das hat mir dann auch sehr gefallen. Ich glaube, es ist ein bisschen zufällig. Jetzt, bei mir war es Einsiedler wegen einer Freundschaft mit dem Abt Martin, der damals Abt war und mir geholt für Exerzitien. Ein Kraftort kann aber auch das Wohnzimmer drin sein oder eine Kerzen anzünden am Abend. Ich glaube, ein Kraftort sollte man nicht so eng führen. Aber dass es Orte gibt, wo man hergeht, zum Auftanken, das ist für mich eine Lebenserfahrung. Jetzt im nächsten Jahr feiert die Reformierte das Reformationsjubiläum 500 Jahre. Was ist eigentlich dort passiert? Also ich meine, hinsichtlich der Relevanz für heute, warum
Geht uns das etwas an, was dort passiert ist? Die Reformation ist so aktuell wie vor 500 Jahren, mir wird das immer wieder bewusst. Auf der theologischen Seite vor allem. Es geht nicht darum, dass hier eine Konfession gross ist worden. Es geht darum, dass es ja um Glauben ist gegangen. Und ein Beispiel ist, wir haben es vorhin schon angesprochen, so ein Slogan von der Reformation, Solus Christus, Christus allein. Dass wir den Blick auftun, über alle Brüche hinweg und über alles, was vielleicht kirchenrechtlich später noch kam, dass in der Mitte eine Person steht und die Person mit Gott in einem engen Kontakt steht, selber Teil von dem Gott ist in unserer Wahrnehmung. Das ist etwas, was die Reformation hervorgeholt hat. Und das ist heute immer noch gleich wichtig. Gilt auch für alle Konfessionen, nicht nur für Protestanten. Warum sind Sie überhaupt Theologe geworden oder Pfarrer geworden? Bei mir hat das mit dem Glauben unbedingt zu tun gehabt, am Anfang. Bei unserer Familie hat es in jeder Generation, soweit man zurückdenken kann, auf Vatersseite hat es irgendeinen Pfarrer gehabt. Also, es hat irgendwie, ist das sehr nah gewesen. Theologie zu studieren ist bei uns in der Familie gelegen. Dass Theologie und Glauben zwingend viel miteinander zu tun haben, das hat mich nicht so wahnsinnig bewegt, als ich angefangen habe. Mich hat einfach die Wissenschaft fasziniert, tut sie mich heute noch. Gerade weil sie Philosophie und Geschichte und Psychologie zusammenbringt, das finde ich etwas Spannendes. Aber dass daraus Glauben wird, das ist etwas, was bei mir lebenslang im Wachsen ist. Ich bin heute sehr viel bewusster ein gläubiger Mensch, als ich es mit 20 oder 30 war. Wie zeigt sich das? Zum Beispiel das Bedürfnis nach einem strukturierten Glaubensleben, das hatte ich nicht gehabt früher. Aber heute Abend ist mir die angezündete Taufkerze, ein Gebet, eine Psalmlesung, ist mir wichtig geworden. Das also ist so für mich neu. So ein Ritual, das Kirchenjahr, dass man es nicht verpasst, dass man die verschiedenen Feste wahrnimmt, dass dann sicher ein Gottesdienst Platz hat, dass sie mir überlegen, was jetzt passiert im Kirchenjahr. Das ist eine wunderbare ein Gegengift zum Fiskaljahr. Oder? Wir leben nicht nur in einem Fiskaljahr oder in einem Kalenderjahr, sondern wir sind mit einem Bein sind wir in einem ganz anderen Kontext. Und das ist das Kirchenjahr. Also ich sehe, Sie versucht immer wieder auch den Transfer zum Alltag zu machen. Sie sind im Frühling beim Papst gewesen, haben eine Privataudienz gehabt. Das ist ja, sind ja ein paar Minuten gewesen, oder? Halbe Stunde. Ja. Können Sie etwas sagen, was so geredet worden ist? Ja, das fällt sehr förmlich an, weil der gute Franziskus hat wahrscheinlich alle Tage, 3, 4 oder 5, die er so muss nehmen und wo er ja nicht weiss, wer das ist. Also es fällt förmlich an, man erzählt sich ein bisschen, ich habe erzählt, was ich mache, was ich arbeite. Es ist aber der komischerweise, hat es wie einen Umschwung genommen und man hat gemerkt, dass es nicht so viel interessiert. Erstens, was eigentlich der Protestant da genau ist und was der will. Wir haben vom Reformationsjubiläum geredet, von der Situation für Kirche in der Schweiz. Da hat er natürlich gewusst, dass in der Schweiz die Kirchen im Gegenwind stehen. Ja, nicht nur die protestantische, sondern auch die katholische. Und das hat so eine Art Verbindung angefangen, wo ein schönes Erlebnis war. Er hat ja vorgeschlagen, dass wir zusammen beten. Wir haben zusammen unser Vater gebetet. Und dann ist dann die halbe Stunde auch schon vorbei. Also ihr habt euch nicht zuerst absprechen, was für ein Gebet nehmen. Das ist so spontan das verbindende Element gewesen. Ja. Ich habe gelesen, Sie haben ihm eine Zwingli-Bibel geschenkt. Haben Sie das Gefühl, er hat sie angeschaut? Ich weiss es nicht. Er bekommt pro Tag viele Geschenke. Aber es war ein schönes Geschenk von Zürcher Kirche, das der Zürcher Kirchenratspräsident mitgegeben hat. Und von den Aargauern noch ein Geschenk. Doch, angeschaut hat er sie vielleicht. Was können eigentlich Reformierte von Katholiken lehren? Ich glaube, was Katholiken besonders gut können, ist, Tradition mitzunehmen, sie nicht zu verlieren. Also das, was früher mal wichtig war, vielleicht auch was Schönes war, nicht zuletzt Ästhetik. Im Berner Münster hat es auch noch Teile davon. Mhm. Das nicht kaputt zu gehen, sondern weitergehen in neue Generationen. Umgekehrt gibt es auch etwas? Ja, Protestanten wissen sehr gut, wie wichtig das Wort ist für den Glauben, für die Vermittlung des Glaubens. Die gute Predigt, gut formulierte Texte, das Erneuern von Texten. Man kann nicht immer nur die alten Sachen lesen, man muss die alten Sachen in die Gegenwart übersetzen. Das ist die Stärke der Protestanten. Ich bin wundern, wie Sie so gewisse Fragen oder Herausforderungen, die in der Kirche herum sind, für die nächsten Jahre so konkret anpacken. Zum Beispiel, ich würde so gerne manchmal männliche Nachbarn mitnehmen in den Gottesdienst und die finden einfach, das ist nichts für Männer. Hätten Sie ein gutes Argument, dass die mitkommen? Ich weiß jetzt nicht, woher das der Gottesdienst geht, aber
im Prinzip wüsste ich nicht, warum Männer nicht auch geistliche Bedürfnisse haben sollten. Ja, also definitiv mehr Frauen, ja. Oder? Es ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Ich habe es auch schon thematisiert. Ja. Man bekommt entsprechend Kritik, wenn man das thematisiert. Man muss aufpassen. Die Tatsache ist, dass es statistisch messbar ist. Es hat weniger Männer. Ich meine, das hat auch damit zu tun, dass wir halt auch Themen müssen ansprechen müssen, die Männer interessieren. Da haben wir vielleicht eine gewisse Zurückhaltung. Aber was denken Sie denn? Ja, alles, was mit Älterwerden zu tun hat, ich merke das bei mir, aus Sicht von einem Mann, mit der Kraft, die nicht gleich da ist, mit der Karriere, die vielleicht irgendwann einen Knick hat oder die nicht weitergeht, wo man weiss, dass es aufhört, mit Beziehungsschwierigkeiten aus der Sicht des Mann. Die Geschlechter funktionieren verschieden und da braucht es, glaube ich, wirklich auch ein bewusstes Wahrnehmen von beiden und oder von den verschiedenen Themen, die man drinnen steckt. Also diese Themen gehören auch auf die Kanzel? Nach ihrer Also auf die Kanzel gehört alles, was mit dem Leben zu tun hat, klar. Wie gesagt, so stehen wir nicht auf dem Sonntagmorgen. Ja, genau, da sind wir wieder dort. Was haben Sie eigentlich für Zukunftspläne als Kirchenbundspräsident? Also konkret, haben Sie da eine Vorstellung, zeitlich, wie lange Sie das machen wollen? Habe ich nicht. Aber ich überlege mir alle paar Tage mal, ob ich das mache, was man müsste machen in diesem Amt. Weil das Wichtigste ist ja zu überlegen, was man nicht macht. Oder? Es gibt so ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt zu entscheiden, hier geht jetzt meine Zeit und Energie rein. Das, denke ich, ist fast wieder der schwierigste Entscheid. Und jetzt im Kirchenbund hat es vorläufig wichtige Projekte. Und solange man mich noch will und ich auch noch kann, mache ich die gerne. Was ist das wichtigste Projekt jetzt gerade? Von den Projekten, die alle Kirchen angehen, ist es die Verfassungsrevision. Der Kirchenbund will sich eine neue Verfassung geben. Und da kommen jetzt meistens nur ein Text, aber dahinter steckt eine neue Identität. Kirchen funktionieren bei uns kantonal. Aber es ist immer klarer, nicht zuletzt in diesem Interview, es braucht auch ein nationales Miteinander. Wir sind auch Kirchen miteinander. Und für das braucht es eine neue Verfassung. Und ihr könnt euch vorstellen, das geht nicht so leicht, weil man hat totale Unabhängigkeit gehabt. Und muss sich jetzt durchringen, eine gewisse gemeinsame Verbindlichkeit herzubringen. Von Genf bis an Bodensee. Das ist mit Reibereien verbunden und in denen stecken wir jetzt. Danke vielmals, Gottfried Locher. Danke euch. Merci. Ja, mehr am nächsten Montagabend dann auf Radio Live Channel. Und wir haben es von dem Buch, 10-sonige Bücher, Gottfried Locher, der reformierte Bischof, auf den Prüfstand. Natürlich signiert, die möchten wir zur Verfügung stellen in unserem Wettbewerb. Schreiben Sie uns bis zum nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Gesponsert werden die Bücher vom Zeitglocken Verlag. Am nächsten Wochenende empfängt Sie wieder Darin Baumann zu der Sendung «Wer prägt mein Kind?». Und in 2 Wochen geht es mit mir um die Sendung «Vom Blattspitz ins Appartement». Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.